Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog auf meinem Zweikanal Broski. Freunde, ich hoffe, ihr habt Bock auf ein cooles Video. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es ein freshes Video über mein komplettes Wochenende. Ich habe ein paar Sachen vor. Und zwar wurde ich ja zum Doppelpass eingeladen nach München. Da geht's dann am Samstag hin. Das wird sehr geil. Heute steht ein Dual-Stream mit dem Steini an. Zum Rule Breaker Team 2. Das soll auch ganz cool werden. Und ich habe mir gedacht, komm, dann nehme ich euch einfach mal das komplette Wochenende mit. Wird bestimmt ganz cool. Ich habe auch noch ein, zwei andere Sachen, die ich machen muss. Dass ihr einfach mal so ein komplettes Wochenende von mir seht, was da so alles passiert. Ich gehe jetzt gleich erstmal zum Sport. Ich muss jetzt mal wieder langsam hier loslegen. War die letzten Monate sehr faul wegen FIFA-Release und sowas. War ein bisschen lost. Und dann geht es nachher zum Dual-Stream. Rule Breakers Team 2 ist rausgekommen. Das wird, denke ich mal, ganz cool. Lasst unbedingt ein Like da, wenn euch der Vlog gefällt. Und kostenloses Abo. Würde ich mich auch freuen. Sehr gerne ein kostenloses Abo da lassen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Wünsche euch ganz viel Spaß. Vamos. So, Freunde, ich bin jetzt auf dem Weg zum Steini. Ja, wie das immer so ist, wenn ich zum Steini fahre, ist das extremer Stau. Ich stehe auf so einer beschissenen Landstraße. Aber gleich gibt es einen geilen Dual-Stream zum Rule Breaker Team DOS. Ich habe richtig Bock. Geisteskrank rein, Junge. Es geht weiter. Vamos. Freunde, wir sind angekommen. Lange Autofahrt beim Steinski im Keller. Ja, guck mal hier, wir machen gerade alles ready. Oben läuft noch die Schalke Pressekonferenz. Und Freunde, schaut euch das mal an, wie Steini seinen Keller geupgradet hat. Früher war ja der Schreibtisch hier, da war das alles ein bisschen enger. Mies geil geworden. Enge Hose. Oh, bück dich für mich, geil. Erstmal geredet wie ein Löwe. Ja, normal, Junge. Aber alleine, dass die beiden es geschafft haben, dass ein fucking Spieler wie Iniesta niemals den Ballon d'Or gewonnen hat. Ja! Freunde, wir hatten einen wunderschönen Dual-Stream. Wir haben jetzt Viertel nach zwei. War schön. War gut, ja. Bock gemacht. Freunde, ich mach mich auf den Weg. Steini. Heide. War sehr geil. Ey, Tod ist im Arsch, Freunde. Morgen geht's weiter. So, Freunde. Es ist 2.44 Uhr. Ich sehe dementsprechend auch aus. Tod ist im Arsch, aber es war ein sehr geiler Dual-Stream mit dem Steini. Guter Start fürs Wochenende. War wirklich sehr, sehr cool. Ja, morgen früh raus. Muss ich noch fresh machen, muss zum Friseur. Damit ich auch annehmbar aus dem Doppelpass. Hier ist gerade mein Licht im Auto ausgegangen. Ja, dann habe ich noch eine Aufnahme und dann geht's auch schon nach München. Ich sag bis morgen und gute Nacht. So, guten Morgen. Es ist jetzt Samstag früh, also nicht mehr ganz so früh, es ist kurz nach 10. Ich lade jetzt hier gleich mein Video hoch, beziehungsweise habe mein Video eingestellt. Heute kommt dieses Rule Breaker Best of raus, ist auf geplant eingestellt. Ich sitze dann immer hier in meinem wunderschönen Büro. Hier liegen übrigens die ganzen Trikots, geil. Und dann wird hier ganz entspannt alles eingestellt, immer Titel rein, Thumbnail rein, zack, zack, zack. Gibt es hier noch, und das Tags sind immer noch relativ wichtig. Bam, FIFA 23 einstellen. Und dann geht das Ding online in 10 Minuten. Für mich geht es jetzt nämlich schon weiter. Ich gehe jetzt zu Musti, meinem Ehrenbruder. Ihr kennt ihn, da gehe ich immer zum Friseur. Ich muss meine Haare noch fresh machen. Ich zeige euch jetzt hier nicht, wie das aktuell aussieht. Weil ich bin ja beim Doppelpass und ich muss die äußerlichen Gegebenheiten auf jeden Fall erfüllen, Freunde. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Das ist mein entspannter Samstag. Übrigens, man sieht hier leicht im Hintergrund. Naja, aber ja, hier so. Der Garten. Echt geil geworden, muss sagen, bin ich sehr zufrieden mit. David, Kuss nochmal auf jeden Fall an dich, wenn man sich hier so aus dem Hintergrund filmt. Kann man machen, sieht geil aus. Ich muss zu Musti und ich muss mir auf dem Weg noch einen Kaffee holen. Bin im Auto, Freunde, und ich muss sagen, ohne Scheiß, ich bin immer noch so maximal dankbar, in diesem wunderschönen Auto sitzen zu dürfen. So ein unfassbares Raumschiff. Es fühlt sich auch nach einem halben Jahr immer noch so surreal an, dass ich in diesem Auto fahren darf. Einfach nur wunderschön. So, auf geht's, vamos. So, Freunde, wurde sich mit Kaffee eingekleidet. Jetzt geht's ab zum Haare schneiden. Eins in den Chat, wenn ich gerade fresh aussehe. Zwei in den Chat, wenn ihr sagt, Bro, morgens ist nix. Ganz klassische zwei. Guck mal, Freunde, wenn man beim Musti immer trifft, Schalke Neuzugang. Wie spielt man es aus? How do I say the name? Kolo. Kolo? Ja, Kolo. And the full name? How do I say? Kolo Jezak. Kolo Jezak. Ah, okay, jetzt wisst ihr ja Bescheid, Freunde. Sehr guter Mann. Freunde, wir sind jetzt hier beim besten Mann. Das ist das Wochenendritual. Der Bruder hat mich fresh gemacht. Hat wie geht's? Doppelpass. München. Boah. Ja, Druck bisschen. Bisschen Druck. Du kannst gut mit Druck umgehen. Ja, ich mach das. Ich habe hier gerade schon den Transfervermittler Nummer 1, habe ich hier gerade schon wieder gesehen. Wie lange ist der Kolo Jezak auf Schalke?
Drei Tage? Der ist schon ein paar Tage schon am Rücktrainieren da, glaube ich. Aber dann ist er eigentlich scheiße für dich, wenn der erst nach einer Woche kommt. Ja, der wusste ja nicht erstmal unterschreiben, nicht unterschreiben. Weil der weiß nur, als Spieler kommt er hin. Ja, also nicht geht als Trainingsgast. Freunde, ich mache mich jetzt gleich auf den Weg, hab noch eine Aufnahme. Heide. Ehrenbruder Musti hat mich wieder fresh gemacht. Ey, geil. Jetzt kann ich auf jeden Fall ohne Stress in den Doppelpass gehen. Ich chill jetzt hier noch gerade in meinem wunderschönen Keller, in meinem Streamingraum. Muss sagen, Optik einfach hier in dem Raum weiter eine 10 von 10. Ich gebe euch einmal ein ganz kurzes Update. Es haben sich nämlich ein, zwei Sachen getan. Wenn ihr nicht jeden Stream schaut, dann wisst ihr es vielleicht noch gar nicht. Das ist aktuell der Keller, hat meiner Meinung nach noch mal ein kleines Upgrade gekriegt. Und zwar habe ich jetzt hier eine Klimaanlage, sieht sehr, sehr fresh aus. Ist einfach für die heißen Tage dann nochmal deutlich besser. In dem Fenster habe ich jetzt hier so eine Belüftung drin. Und genau, hier steht der Racing Simulator hier unten. Da hat vorher der Heizkörper gehangen. Da muss jetzt noch einmal neu diese Spachteltechnik drauf. Und ich lasse mir wahrscheinlich hier, das ist für die Klimaanlage, lasse ich mir wahrscheinlich hier noch so einen Kanal hinlegen, dass da alle Kabel hinkommen, damit die Ecke auch schön aussieht. Und ja, ich muss sagen, das sieht jetzt hier auch viel cooler aus als vorher. Weil ich hatte da ja vorher immer mein Shisha-Zeug stehen, aber... Oder ich habe in den letzten 8 Monaten irgendwie vielleicht 3 Köpfe oder so geraucht. Das Ding steht da eigentlich auch nur noch zur Fassade. Und ich fand das einmal ein bisschen hässlich aus mit dem ganzen Shisha-Zeug so. Und wenn man jetzt hier guckt, ja... Ich habe ein bisschen rausgeschmissen, ne? Ihr seht es vielleicht, 1, 2 Wände sind ein bisschen leerer. Manchmal hat dann so eine cleane Optik doch nochmal ein bisschen was. Ja? Dass der Raum nicht so geisteskrank überladen ist. Feier ich persönlich auf jeden Fall sehr. Sieht mies fresh aus und ich bin... echt glücklich, wenn das hier zu ist und die Ecke ready ist. Ansonsten habe ich jetzt hier gleich noch eine entspannte SWB-Aufnahme mit dem Tone. Ich habe jetzt hier gerade die Teams gebaut. Rechts nebendran läuft noch der gute Steini. Da gucke ich mir häufig seine Streams am Wochenende vormittags an. Und gucke einfach nebenbei, wenn ich hier noch irgendwie Aufnahmen habe oder Teams am Bauen bin. Manchmal spiele ich dann auch Weekend League dabei. Hier habe ich jetzt ein schönes Team um den guten Franck Ribéry gebaut. Ja, ich hoffe, da wird keiner gesniped, das für Tones Kanal. Und ja, so sieht dann so der normale Samstag bei mir aus, dass ich jetzt hier einfach noch so ein bisschen Organisationsstuff mache. Ich beantworte da einmal häufig meine ganzen E-Mails, mache dann so ein bisschen Orga-Kram schon für die nächste Woche, dass ich da gucke, was ich für Termine habe, was für Aufnahmen anstehen, für Streams und so weiter und so fort. Und ja, dann geht's gleich rein in die Aufnahme. Dann wird noch Bundesliga geguckt. Da muss ich mich ja ein bisschen vorbereiten auf die auf den Doppelpass, dass ich da einfach auch im Bilde bin. Und dann geht's jetzt erstmal rein in die Aufnahme. Vamos. Tone, was geht? Was geht, Brudi? Was machst du? So, Freunde, ihr seht jetzt hier im Discord Tone. Aufnahme startet jetzt gleich. Der Bruder ist hier mit dem Account von Anton drin, weil Anton bei ihm eingezogen ist, gefühlt. Wir machen jetzt gute Aufnahme. Er lacht gerade, aber ihr hört ihn nicht. Er lacht gerade. Ja, meine Aufnahme läuft auch. Synchronisieren wir kurz. 4, 3, 2, 1. Mashallah. Alter, Digga, wie los? Buongiorno, hallo, Digga, wie los? Digga, ich wollte gerade einfach anmoderieren. Ich dachte kurz, wenn mein Video. Ja, perfekt, Digga. Ja, alles gut. Die Aufnahmen sind durch. Zack, zack, zack. PC eingestellt, fährt in 2 Stunden runter, muss vorher noch Dateien hochladen. Wir sind durch und jetzt geht's nach München. Und den sollte ich vielleicht mal wieder dranhängen. Besser ist das. Tasche ist gepackt. Wollte einen coolen Move machen, hat nicht geklappt. Immer noch nicht. So, es geht jetzt ab nach Düsseldorf. Ab nach Düsseldorf und dann nach München. Vamos, ab zum Doppelpass, let's go. So, angekommen in Düsseldorf. Timing sieht gut aus, ich habe in 1 Stunde Abflug. Das ist relativ entspannt, kriegen wir hin. Digga, sollen wir das jetzt was sagen oder was? Ah, weiß ich nicht, ein bisschen Struggle. Alles gut. Vamos, packen wir's. Immer wichtig und richtig, Freunde. Alter Tipp. Eigentlich hatten die Parkplätze immer eine Nummer, die man sich abfotografieren konnte. Ja, schade. Okay. Ich bin pünktlich ohne Stress am Flughafen. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Hab ich verspätet? Digga, es ist so der Klassiker, ne? Oder ich schwör, das wird ein Running Gag. Immer, wenn ich pünktlich bin und keinen Stress hab, hab mein scheiß Flugverspätung. 20 Minuten oben drauf. Oder ich komm nie wieder pünktlich, sag's euch so, wie es ist. Jetzt hätte ich Stress euch, ne? Wäre ich 10 Minuten später gekommen, dieser Flug wäre 1.000.000% pünktlich, ohne Verspätung, alles. Ich komme nie wieder irgendwo pünktlich hin, Bruder, man wird immer bestraft. Hier ist so Stress. So. Irgendwie einfacher, wenn das Ding leer ist.
Ich weiß nicht, was die für eine Mission haben. Ey, frag mich nicht. Die sind immer so gestresst, die Deutschen, wenn die in so ein scheiß Flugzeug einsteigen. Na, Freunde, auf geht's nach München. So, bin gelandet, war alles relativ entspannt. Die Allmanns haben auf jeden Fall auch den Flugausstieg unsicher gemacht. War sehr geil. Ja, ich muss mich jetzt nochmal einmal hier kurz bei so einem Duty-Free einkleiden. Richtig, wurde mir auf dem Hinflug einfach abgezogen, Digga, mein Deo. Richtiger Abfuck. Ja, gehe ich gleich ins Hotel. Das ist ja hier direkt am Flughafen, das ist echt entspannt. Und ja, dann heißt es gleich noch ganz viele Bundesliga-Highlights gucken und vorbereiten. So, kurzer Snack noch. Sehr geil aus. Entspannte Carbonara. Richtig, gibt dir so einen coolen Laden irgendwie am Flughafen. Sieht echt fresh aus. Guck mal da. Gibt einfach Nudeln, Salat. Ich teste mal aus. So. Ich bin im Hilton Hotel angekommen. Das ist hier direkt am Flughafen. Und ist das genau hier? Ich überlege gerade. Ist das genau hier, wo morgen die Location ist? Ich glaube ja, ne? Ich weiß, das ist echt schwer zu erkennen. Aber ich glaube, hier geht es morgen rund. Doch, ich meine, schon, das ist doch die Bar, oder? Da bin ich lost. Scheiße. Ja, wird auf jeden Fall cool. Location sieht sehr, sehr geil aus. Und ich glaube, hier sehe ich mich gleich noch. Auf ein kühles Getränk. Ich muss noch ein paar Vorbereitungen machen. Chilliger Vibe hier. Falls ihr euch fragt, was ich so für Vorbereitung machen will. Ich will halt quasi einfach nur noch mal mich einmal in den ganzen Themen festigen. Weil es wird ja nicht nur um Schalke gehen. Und wenn ich da eingeladen werde, dann will ich natürlich auch an der Gesprächsrunde teilnehmen. Und nicht einfach nur dieser YouTube-Typ sein, der irgendwie Schalke-Fan ist. So, wisst ihr, was ich meine? Deshalb werde ich mich gleich nochmal so ein bisschen einlesen, nochmal Extended Highlights gucken, nochmal ein paar Sachen niederschreiben. Ich bin ja immer so der handschriftliche Typ und ja, werde jetzt erstmal als erstes einchecken. Gucken wir mal. Und Tone, der Ehrenbruder, will mir gleich noch Haarspray vorbeibringen. Habe ich nämlich ganz dick nötig. Ich will morgen nicht wie der letzte Uli aussehen in der Sendung. Tone, Ehrenmann. Schon ein geiles Hotel, Alter. Junge. Und da sitze ich einfach morgen Abend. Jo, geil. Das sieht mies cool aus. Feier diese Glasoptik, echt krass. Neues. Gucken wir uns mal das Zimmer an hier. Boah! Ich sag euch ehrlich, beim Fernsehen müsste man arbeiten, ey. Das ist ja mal übel fresh, das Hotelzimmer hier. Junge. Mit Regenduschen und allem. Tschüss. Guck dir das mal an hier. Hätte hier eine komplette Entourage mitschleppen können. Das ist einfach größer als mein 5-Mann-Zimmer auf Malle. Geil. Ey, mies cooles Hotelzimmer. Hier sogar noch so ein Relax-Sessel. Könnte ich jetzt auch noch ein bisschen Arbeit machen. Nice. Aber ich glaube, mich schlägt es gleich in die Lobby, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Sah irgendwie echt cool aus. Hat einen geilen Vibe. Wie sieht's hier aus? Kann man mal hier rausgucken? Sag mir nicht, ich mache hier irgendwas kaputt, weil die automatisch sind. Ja, ich fasse lieber nichts an. Nachher sind die elektrisch, aber da ist draußen. Ja, cool. Okay, kurze Planänderung. Ich fahre jetzt noch kurz zu Tone. Der wohnt nicht weit von hier weg. Und hole mir mein Haarspray. Ich chill noch ein bisschen mit den Jungs. Anton ist ja auch bei ihm. Ja, noch gemütlich den Abend ausklingen lassen. Yes, sir. Ganz entspannt. Ich meine, guck mal, wo ich hier gestrandet bin. Wie ist Gabasa? Darf das Spiel nicht gucken. Bei Tone hier. Und Valverde hat gerade so einen Strahl rausgehauen. Alter. Einer ist so sauer, Digga. Ey, Junge, ich kann es jetzt leider hier nicht im Vlog zeigen, sonst claimen die das, aber das, dieser Valverde ist einfach geistkrank, ne? One of one Valverde? Zeig mal her. Digga, geil. Aus was für einem Set ist der? Aus Inception. Das ist da, wo ich auf Messi gezogen habe. Okay, ich glaube, jetzt mit Blitz sieht man besser. Ey, das Artwork ist aber auch echt geil, ne? Ja, ist geil. Echt fresh. Mach mal einen stolzen Valverde One-of-One-Blick-Besitzer-Dings hier. Freunde, das hier ist da, wo die Magie passiert. Hier werden noch die geheimen Einnahmen-Dokumente werden hier noch versteckt, dass hier nichts geleakt wird. Das ist Tones Streaming-Setup. Sehr schön. Komm mal hier. Das ist mein Liebesparadies, Bro. Hier machst du Liebe. Ich hab bloß Liebe gemacht. Oh. Oh. Na? Komm her. Auch hier. Meine, ich bin auf dem Weg zurück zum Hotel. Ich hoffe, man kann mich halbwegs erkennen, es ist ein bisschen dunkel. Ah, guck mal, das ist die Maschine.
Ich habe einen sehr, sehr coolen Taxifahrer und der hat mir gerade leidenschaftlich von seiner Lieblingsmannschaft erzählt. Und ein für alle Mal wird jetzt geklärt, wer die beste türkische Mannschaft ist. Welche Mannschaft ist es? Fenerbahçe İstanbul! Wer ist loi, 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 loi! Fenerbahçe! I love you, Fenerbahçe! Gut, was ist einfacher? Wer ist der beste Spieler bei euch? Bei uns? Ja. Emre Mor jetzt. Emre Mor? Emre Mor. Ja, seht ihr mal. Ey, sehr geiler Typ, Freunde. Ich gehe zurück zum Hotel und bereite mich noch ein bisschen vor. Wunderschönes Abendszenario. Hier läuft jetzt noch die Vorbereitung. Ich bin immer ein Freund davon, das schriftlich zu machen. Bereite mich jetzt auf die verschiedenen Themen vor, ganz entspannt. Einfach noch mal ein bisschen einlesen. Hier ein bisschen Borussia Dortmund machen wir. Kommt noch Schalke mit rein. Über die Bayern wird noch geredet. Dann, ich glaube, Hoffenheim auch noch. Und ja, ich lese mich nochmal an alle so ein bisschen ein, auf ganz entspannt. Die meisten Themen erklären sich auch von selber, aber schadet ja nicht. Ja, ganz wichtig. Das einzige Thema, wo ich wirklich keine Vorbereitung brauche, ist Schalke. Aus Gründen. Mein Samstag endet jetzt hier, Freunde. Ich bin da auf dem Weg ins Zimmer, habe jetzt gerade noch Formel 1 Qualifying nebenbei geguckt, mir ein paar Sachen zusammengeschrieben. Für die Doppelpass-Sendung gibt ja dann doch ein paar Themen. Und auch Themen abseits von Schalke, wo ich mich ein bisschen einlesen muss. Und ja, ich bin jetzt am Zimmer. Ich gehe jetzt schlafen, dass ich morgen fit bin. Und dann sage ich gute Nacht und bis morgen. Aha. Ja. Guda. Guten Morgen, meine Freunde. Was geht ab, was geht ab, was geht ab? Ich gehe zum Frühstück. Ich habe wunderschön geschlafen in diesem geilen Hotelzimmer. Ja. Letzte Vorbereitung ist, ich schließe mich nur mal ein bisschen ein, trinke ein paar Kaffee und dann geht's gleich los. Hey, schaut euch das mal an. Ich komme aus meinem Hotelzimmer raus und einfach da, wo ich gestern noch entspannt ein Bierchen getrunken habe, ist jetzt das Doppelpassstudio. Ja, das ist geil. Band ist schon am Proben, machen sie gut. Ey, das sieht richtig geil aus, Mann. Ich habe nachher so Bock und auf einem der Stühle werde ich einfach sitzen. So real, so real, so real. Unfassbar. Ja, ich hab so Lust da drauf, das wird richtig cool. Ja, das sieht schon verdammt cool aus, Freunde. Hier, geht's nachher ran. Muss man schon sagen, also das ist schon irre, was die für ein Studio hier zusammenzimmern, ne? Weil die Location ist natürlich verdammt cool hier im Hotel. Und wie schnell die das aufgebaut haben, die haben das ja wirklich, die machen das ja jedes Mal in der Nacht- und Nebelaktion. Und guck mal, hier haben die sogar noch eine Tribüne. Die haben die gesehen? Die habe ich noch nie gesehen im Fernsehen. Ja, geil, guck mal hier. Stark, stark, stark. Können wir mal kurz darüber reden, wie krass dieses Frühstücksding ist? Junge, Junge, Junge. Richtig und richtig am Morgen. Die haben hier einen richtig guten Kaffee, Freunde. Ich schlage. Und? Einfach, ich frühstück direkt neben dem Set, ne? Das ist auch geil. Boys and girls, we are ready for the double pass. Ganz wichtig und richtig, ich trage hier die TNO Basics. Den Hoodie kommt am 28. Oktober raus. Sehr geiler Fit, sehr nice. Und guck mal hier, wichtig für den Doppelpass. Schön Kleingeld, so muss das sein. Entspannt, Freunde. Ja, wir gehen rein. Ich hab Bock, wird cool, glaube ich. Warum halte ich eigentlich mein Handy so in die Fresse? Geht's so besser? Ich weiß nicht. Ja, wir gehen rein, wird cool. Hey, die haben mich gerade aufgerufen, Simon Schülke. In der Probe. Geil, geil, geil. Effenberg, ja. Cool. Ja, geil, gehen wir mal runter. Ich habe jetzt gleich noch Maske und Vorbesprechung. Mal gucken. Bist du aufgeregt? Mega. Du nicht mehr, oder? Mega. Aber du, Premiere. Ja, aber es geht eigentlich. Geht? Ja. Bist du jetzt auch schon Profi mit deiner Sendung. Ich habe gute Vorarbeit geleistet hier. Wir haben uns ja schon warm gedribbelt in deiner Sendung. Aber guck mal, ihr habt sogar eine Tribüne. Und das ist das, was mich... da kann ich noch dran aufbauen. Wir brauchen auch noch so eine richtige Haupttribüne. Du kannst heute mal Best Practice hier machen. Gucken wir ein bisschen was an. Das ist schon stark. Muss ich auf jeden Fall. So, wir haben hier unser Pre-Ding durch. Jana muss jetzt arbeiten, deshalb lasse ich sie in Ruhe. Mach dein Ding. Ja. Ich will dich nicht ablenken. So, wir gehen jetzt hier nochmal hinten in die Maske. Hier ist die wunderschöne Bar, wo ich gestern noch bestellt habe. Wir haben gerade so ein bisschen über Schalke geredet zur Einleitung. Und jetzt geht es nochmal zu den Kollegen. Ein bisschen quatschen. Das ist auch geil. Guck mal, ich darf hier eine Autogrammkarte für den Sohnemann unterschreiben. Ja.
liebe Grüße an den Karl, ne? Mach ich, mach ich. Auf jeden Fall, liebe Grüße bestellt. Wir sind jetzt in der Sendung schon so eine Stunde drin, ja. Sehr entspannt, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, warum die Kamera hier so flackert. Aber Karl, liebe Grüße, kriegst du noch ran. Wer tut sich denn Schalke an als neuer Trainer? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn ich die wüsste, dann würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen, sondern irgendwo in Gelsenkirchen und hätte da eine tragende Rolle. Da bin ich aber meilenweit von entfernt. Deshalb, ja, wer wird's? Ich hoffe einfach für die Fanseele, dass es vielleicht jemand wird, der so ein bisschen eine gewisse Euphorie noch mal entfachen kann. Weil ich glaube, das Feuer ist auf Schalke noch nicht erloschen. Wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dann gab es schon Situationen, die vor allem auch vom Fanstimmungsbild viel prekärer waren als jetzt. Weil man eben dann schon durch die letzten Jahre ein bisschen geerdet worden ist. Auch wie man dann eben in der zweiten Liga dann noch aufgestiegen ist durch die 8 Siege aus den letzten 9 Spielen. Also das muss man wirklich auch mal lobend der Fanszene entgegenbringen, dass da schon ein Wandel stattgefunden hat. So, das ist Pause, der Kaffee schmeckt. Dann haben wir den Stefan. Sehr, sehr nett übrigens. Habe ich gefreut, dich kennenzulernen. Macht richtig Bock. Und Frage an dich, die du beantworten sollst. Ja. Wo geht's hin mit Schalke? Gib uns einen kurzen Einblick. Was sagt der Experte? Es wird schwierig. Ja. Es wird verdammt schwierig. Es wird bis zum Ende auf jeden Fall ein Vierkampf, ne? Mit Bochum, Schalke, mit Stuttgart und wen haben wir da noch unten drin? Muss mir jetzt mal helfen, weil du Hertha, da auch recht hast. Genau, Hertha habe ich auch gesagt. Und das wird bis zum Ende gehen. Also ich hätte schon Sorgen, wäre ich Schalke-Fan. Du bist ja Schalke-Fan, ja. Also mach dir ruhig Sorgen. Die Qualität ist nicht so hoch, also spielen sie gegen den Abstieg und brauchen viel, viel Glück, um die Klasse zu halten. Ja, aber wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, Klasse halten oder Abstieg? Relegation. Nehme ich mit. Ja, glaub ich. Danke dir. Ein cooles Set hier. Sehr geil. Oh, stark. Stark, stark. Mit Bier und Kaffee. Richtig. So, Runde ist vorbei. Ich glaube, es hat euch gefallen. Oh, sehr cool. Auch guter Mann? Ja. Hallo. Nee, hat richtig Spaß gemacht, Freunde. Ich hoffe, es hat euch vor Ort gefallen. Wir haben jetzt hier kurze Sendernachbesprechung. Wir haben noch was gegessen. Da haben wir uns hier fertig gemacht, gequatscht und so, Vorbereitung. Und ja, jetzt gibt es noch ein entspanntes Essen. Wir haben noch ein paar Fotos gemacht. Und ja, Mann, hat Spaß gemacht, war echt cool. Freunde, dieses Hotelessen hier ist unfassbar, ne? Dieses Käsespätzle. Bruder, ich will mich da reinlegen. Ey, richtig gut, ohne Scheiß. Also wenn ihr mal hier seid, ist keine Werbung, aber... Junge, 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 mies geil. Also das ist ja verrückt, ne? Wir waren jetzt hier kurz essen. Die haben das Ding einfach innerhalb von... Hier war gerade noch eine Tribüne. Innerhalb von einer halben Stunde einfach komplett abgebaut. Also das ist krass. Dicken Respekt, kann man mal machen. Sendung ist durch, ich bin jetzt schon wieder am Flughafen. Und eine Sache dazu. Also Hotel im Flughafen. Das ist das Entspannteste, was ich je erlebt habe. Also zwischen, verlasse das Hotel und bin jetzt hier gerade durch die Sicherheitskontrollen durch. Original 4 Minuten, ne? Noch nie sowas Entspanntes gesehen. Oh, hier gibt es einen guten Kaffee und ich glaube, da drüben kostet das Wasser 8 Euro. Wer kennt den Dallmayr am Münchner Flughafen? Nee, ey, bin super zufrieden mit der Sendung. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich muss mir jetzt ein bisschen beeilen, weil in 20 Minuten ist schon Boarding. Ich hole mir jetzt noch kurz was zu essen und trinken. Und dann suche ich gleich nochmal einen entspannten Platz für ein Fazit. Ja? Ich werde heute Abend noch auf entspannt streamen. Schalke spielt gleich noch. Ich muss erstmal ins Flugzeug einsteigen. Aber hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Also war eine richtig entspannte Runde. Stefan Effenberg, super sympathisch. Also war wirklich cool. Und ich glaube, ihr vor Ort habt es auch gefeiert oder beziehungsweise auch zu Hause. Aber ich muss mich echt ein bisschen beeilen. Deshalb Fazit gleich. So, jetzt dürft ihr dreimal raten. Pass auf. Wasser und ein Cappuccino. In der Größe zusammen 9 Euro. Flughafen München, was Preise angeht, ganz, ganz wild. Da muss man rein, Kaffee muss. So, ich bin jetzt gerade gelandet, Freunde. Oder schon wieder Bruch bis zum Erdkern, ne? Ich lande, guck kurz auf mein Handy, sehe einfach beim Live-Ticker 1-0 Schalke, freue mich schon richtig, denk mir, was geht jetzt ab. Das nächste, was ich sehe, Tor zurückgenommen, irgendwie abseits. Ach, naja, belastend. Ich beeile mich jetzt auf jeden Fall, weil ich will zweite Halbzeit noch gucken, danach streame ich auch. Jetzt muss ich noch kurz mein Auto hier suchen und ja, ich gebe Gas. Fazit kommt später, ich muss ja auch noch streamen. Ich hab noch Programm heute, was ich abspulen muss. Wo zum F*** meine Karre? Ich bin zu Hause, gerade Schalke noch zu Ende geguckt und ja, wir haben das 1-1 gemacht.
Und eine Minute später ist 2-1 kassiert und das Spiel ist jetzt vorbei. Geil. Cool. So, für mich steht jetzt auch der Livestream an. Ja, volles Wochenende. Vieles dabei gewesen. Ich hoffe auf jeden Fall auch dieser Vlog hat euch gefallen, denn er wird jetzt hier enden. Noch ein Fazit zum Doppelpass, was ich hier abgeben wollte. Es hat extremst viel Spaß gemacht. Es war eine absolut geile Erfahrung. Und ich sage vielen, vielen Dank natürlich nochmal an Pit Gottschalk, dem Chef vom Doppelpass, und an Sport 1, dass die mich eingeladen haben, mir das Vertrauen gegeben haben. Ich fand es richtig, richtig cool. War eine entspannte Runde. Ich muss sagen, die Leute vor Ort waren auch alle super, super nett. Zum Beispiel auch Stefan Effenberg, wo viele mir vorher gesagt haben, ey, Broski, pass auf, Stefan Effenberg, der nimmt gerne mal so Newcomer auseinander. Aber absoluter Trugschluss, muss ich mal ehrlich sagen. Ich glaube, viele haben echt ein falsches Bild von dem. Ich wurde auch so ein bisschen eines Besseren belehrt, weil ich ihn auch anders eingeschätzt hätte. Ein super, super sympathischer Mensch. Ich habe mich ganz viel abseits der Sendung mit ihm unterhalten. Auch die anderen Gäste alle total nett gewesen. War einfach eine entspannte Runde. Vor Ort super viele Leute mir positive Kritiken auch gegeben. Das ist dann auch etwas, wo ich dann merke für mich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Wenn da halt irgendwelche, ja, Opis ist jetzt vielleicht das falsche Wort, im Bayern-Trikot sitzen und mir erzählen, dass die irgendwie seit Jahren zum Doppelpass gehen. Und wenn man da Props von diesem Ü50, Ü60 Publikum bekommt und die sagen, ey, das war richtig, richtig stark, ich kannte dich nicht und ich war am Anfang so ein bisschen voreingenommen, weil ich dachte, was schleppen die da für einen YouTuber an? Und das ist echt ein cooles Lob, was man kriegen kann. Also muss ich sagen, bin ich sehr, sehr froh, wie das alles gelaufen ist. Ich muss sagen, weil mich da viele gefragt hatten oder ich das auch schon viel bei Insta gelesen habe, ich war glücklicherweise gar nicht nervös, weil ich eben jetzt schon die Erfahrung hatte mit den Broski-Shows, ne? Also wäre ich da vor anderthalb Jahren hingegangen, hätte ich mir wahrscheinlich in die Hose gepisst. So war alles entspannt. Ich glaube, hat man auch gemerkt, dass ich da einfach in meinem Element war, die Zeit genossen habe. Also kann ich nur Positives sagen. Hab Bock gemacht, war richtig geil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch dieser Vlog hier, das war ja mal ein etwas besonderes Wochenende. Mein Arm fällt mir gleich ab. Ja, jetzt geht's hier noch in den Livestream rein, Freunde. Und dann lasst gerne ein Like auf dem Video da. Und wir sehen uns hier beim nächsten Video. Ich weiß noch nicht, was es wird. Wahrscheinlich ein Stadionvlog. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Und gerne ein kostenloses Abo dalassen. Kuss.